Name. Hey, du. Wer, ich? Meinst du mich? Genau. Hör zu, komm näher. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht? Hier, sieh mal. Na, willst du vielleicht dieses unsichtbare Eis kaufen? Ein unsichtbares Eis? Ja. Ich kann nirgends ein unsichtbares Eis entdecken. Natürlich nicht. Du kannst es auch nicht sehen, weil es unsichtbar ist. Unsichtbar, verstehst du? Oh, man kann es nicht sehen? Mhm. Aha. Genau. Unsichtbares Eis. Hör zu, ich würde dir dieses unsichtbare Eis hier verkaufen. Und zwar für nur einen Groschen. Was, einen Groschen? Oh, für einen Groschen? Genau. Aber wozu brauche ich denn ein unsichtbares Eis? Ist das dein Ernst? Du fragst mich, wozu du ein unsichtbares Eis brauchst? Ich hab erst gefragt. Also hör mal zu. So, hör jetzt gut zu. Also angenommen, du gehst eine Straße entlang, ja? Ja. Und leckst dabei ein ganz normales Eis, das man sehen kann, ja? Und es schmeckt dir ganz unheimlich gut. Und ehe du dich versiehst, ganz plötzlich springt doch da hinter einem Baum hervor... Na, wer? Ludwig der Schlecker. Ludwig der Schlecker! Wer ist Ludwig der Schlecker? Ludwig der Schlecker ist, ohne zu übertreiben, der bekannteste Eisstehler der Welt. Oh, ist ja furchtbar. Ich gehe die Straße lang und lecke dabei ein Eis, das man sehen kann. Genau. Und er würde dann angerannt kommen und mir das Eis wegnehmen. Genau. Oh. Schrecklich. Ja, aber wenn du nun dieses hier hast, dieses unsichtbare Eis hier, das Ludwig nicht sehen kann, also würde er doch ganz glatt vorbeigehen. Und du könntest dann dein herrliches unsichtbares Eis zu Ende lecken. Oh, das ist dufte. Ich nehme es. Klasse. Ach, einen Augenblick. Was für ein Eis ist das denn? Schokolade. Oh, schade. Danke. Ich mag kein Schokoladeneis. Ach, renn doch nicht weg. Komm mal her. Ja? Welchen Geschmack willst du? Tja, das werden Sie nicht da haben. Mein Lieblingseis ist Bananen-Tutzi-Frutzi. Bananen-Frutzi-Tutzi? Tutzi-Frutzi. Tutzi-Frutzi ist ja klar. Ja. Mein Lieblingseis. Hier hast du eins. Hey, das ist ja toll. Gib mir den Groschen. Ja gut, hier hast du ihn. Hier. Ja. Hier ist er. Warte mal. Hm? Du hast mir nichts gegeben. Natürlich. Das ist ein unsichtbarer Groschen.